Okay, Flo, bevor wir zu den positiven Sachen kommen, müssen wir uns noch ein bisschen über das Admira-Spiel unterhalten. Du hast zwar selber nicht gespielt, aber du bist im Spieltagskader gestanden. Wie hast du das Spiel erlebt von heraus aus? Ja, wir haben uns eigentlich viel vorgenommen. Wir wollten unbedingt gewinnen daheim, weil es enorm wichtig gewesen wäre für uns. Ich finde auch, dass wir dann nicht schlecht ins Spiel gestartet sind und haben halt dann in der ersten Halbzeit auch schon zulassen und da haben sie dann halt das 1-0 gemacht. Und dann sind wir wieder in einen Rückstand geraten und sind halt wieder in den Rückstand nachgelaufen. Und ja, so wie es in unserer Situation halt gerade ist, hauen wir dann halt da vorne die Tore nicht ein und kriegen es dann auch hinten wieder. Und ja, natürlich blöd gelaufen. Und wichtig ist, dass wir jetzt im Cup weiterkommen sollen. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir am Sonntag in Mattersburg Punkte mitnehmen. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen. Wie war es nach dem Spiel und so am Tag danach? Ja, sehr enttäuschend natürlich. Es war einfach dann einfach auch keine gute Stimmung mehr danach, ist auch klar, weil wir uns einfach viel vorgenommen haben für das Spiel, weil wir eigentlich auch wichtig war, dass wir halt unbedingt gewinnen haben, weil es natürlich das Programm schwierig wird von den Spielen her. Darum war es natürlich sehr wichtig gewesen, dass wir das gewinnen und ja, war natürlich dann die Enttäuschung sehr groß. Ja. Ich weiß, dass es intern noch so eine Art Aussprache gegeben hat, eine größere Teamsitzung. Da bist du sicherlich auch dabei gewesen, auf was Seiten kommen? Ja, das bleibt natürlich intern, was wir da geredet haben. Wir haben natürlich die Fehler aufarbeitet, haben Dinge klar angesprochen und ja, das sollte auch klar sein für die Zukunft. Ja. Okay, kommen wir zu schöneren Sachen. Gestern Cup-Spiel. Ja, das ist recht spannend angefangen. Neusiedl eine große Chance und dann, wie es der Kommentator so schön gesagt, dann habt ihr den Gegner gefressen. Ja, die große Chance von Neusiedl kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß eben, dass sie mehrere Einwürfe hintereinander gehabt haben, die sie lang geschlagen haben. Wir haben uns aber vom Spiel vorgenommen, dass wir echt konzentriert und Vollgas in das Spiel reingehen, dass wir da überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich finde, wir haben das perfekt umgesetzt. Die ersten 15 Minuten haben dann Gott sei Dank früh sehr hoch geführt. Und ja, dann haben wir leider die Chancen zum 4-5-0 leider auslassen. Das war, ja, es war nicht gut, weil halt dann durchs 3-1 dann halt wieder ein bisschen Schwung von innen wieder reinkommen ist. Unnötig war das eigentlich. Und ja, in der zweiten Halbzeit sind wir dann nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Es war dann in der zweiten Halbzeit auch dann leider nicht mehr so gut. Ja. Nichtsdestotrotz, sind wieder Kombinationen gespielt worden. Man hat wieder Tore erzielt, eines von dir. Darauf lässt sich abbauen. Ja, das stimmt. In der ersten Halbzeit eben, wie gesagt, ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit gut gespielt haben. Es war die ersten Minuten, auch die Tore waren gut ausgespielt. Es waren auch wirklich auch flüssige Kombinationen und das hat dann wieder gut an, dass wir gesehen haben, dass es geht und ja, ich hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht und dass wir uns das jetzt am Sonntag auch wieder zutrauen. Jetzt gehörst du ja natürlich auch zum Kader der Kampfmannschaft, aber tatsächlich spielst du jetzt in der zweiten Mannschaft, da hast du ein Stammleibel. Das gibt mir natürlich Gelegenheit, einmal ein bisschen auf die zweite Mannschaft ein bisschen genauer zu schauen. Ihr habt einen wirklich, wirklich guten Start hingelegt. Ich glaube, so auch was man in den Medien im Vorfeld so mitgekriegt hat, man hat auch nicht so viel zugetraut. Jetzt seid ihr im gesicherten Mittelfeld. Ja, wie läuft es bei der zweiten Mannschaft aktuell? Ja, von den Trainings her kriege ich nicht viel mit, aber die Spiele, finde ich, waren ganz okay. Ich glaube, dass es noch besser ausschauen hätte können, wenn man in ein paar Spielen einen Punkt oder sogar drei Punkte geholt hätten. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, dann wären wir vielleicht sogar nach oben hin sogar dran. Aber trotzdem war der Start, denke ich, okay. Ich weiß nur, dass sie unten auch mit dem Trainer richtig gut arbeiten. Und ja, ich weiß es halt dann, wie es am Wochenende bei den Spielen abläuft. Ja. Am Freitag kommt es zum Spiel in Wattens. Ist da ein Kribbeln da, ist das was Besonderes oder ist das ein Spiel wie jedes andere? Ja, ich glaube schon, dass es für sie das Derby ist. Ich weiß es ja noch vom letzten Jahr, da war schon immer ein bisschen mehr Anspannung da.
es ist halt heuer ein bisschen anders so in der zweiten Liga, dass es halt auch so eben ohne im Fernsehen und so. Aber ich glaube, morgen ist eh Live-Spiel auch. Ich glaube auch für sie zum ersten Mal. Darum ist es für ein paar sicher ein besonderes Spiel und natürlich auch Derby auch. Und da wird auch die Anspannung bei ein paar Spielern sicher mehr sein. Und für mich war es letztes Jahr auf jeden Fall so, dass beim Derby schon ein bisschen die Anspannung und so eher höher war. Und ja, ich werde sicher zuschauen gehen und ich freue mich auf das Spiel. Ja. Mhm. Das impliziert, dass du natürlich dann am Sonntag dabei bist gegen Mattersburg. Wieder weite Reise, zweimal in der Woche. Ist das ein Nachteil? Nein, Nachteil nicht. Ich glaube sicher, dass es besser gewesen wäre, wenn wir unten geblieben wären. Aber ja, wir waren jetzt eigentlich gestern nicht so. Ja, es war schon in der Nacht, aber es war jetzt nicht so spät wie erwartet. Und ja, wir haben eben heute eh schon wieder trainiert, wir haben regeneriert und ja, morgen trainieren wir auch noch gut. Und dann am Samstag werden wir dann wieder losfahren und ja, schauen, dass wir am Sonntag dann wirklich das wichtige Spielpunkte mitnehmen. Mhm. Mattersburg hat im Cup Rapid eine ziemliche Schlacht geliefert und hat erst vor kurzem gegen Sturm gewonnen. Ja, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ja, Mattersburg ist eben jetzt unter dem neuen Trainer wieder und dem Schmidt-Klaus, glaube ich, auch besser in die Spur gekommen. Sie haben davor ein bisschen einen Hänger gehabt, aber ich glaube, dass sie jetzt wieder relativ gut drauf sind und es wird natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel. Ja. Aber wir können doch jetzt von dieser Kappartie auch einiges mitnehmen, oder? Ja, ich finde schon, dass wir Selbstvertrauen gedankt haben. Ich hoffe, dass wir das, wie gesagt, auch am Sonntag dann natürlich auf den Platz bringen, dass wir auch im Cup jetzt weiterkommen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir einen Regionalligisten eigentlich was ist locker, aber halt souverän weiterkommt. Und ja, ich hoffe, dass wir das am Sonntag jetzt mitnehmen, dass wir dann was mitnehmen aus Mattersburg. Ja. Mhm. Ja, nachher lassen wir mal die sportliche Geschichte, legen wir die ad acta. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich schon längst einmal fragen wollte. Der Zeugfall des FC Wacker Innsbruck hat ja ein bisschen ein Problem, weil es gibt in dem Verein ja zwei Dressengarnituren mit der Nummer 23, wo Rieder draufsteht. Sprich, deine Schwester spielt bei den Wacker Damen, du bist bei die Profis. Wenn ihr es euch so außerhalb trefft, sind eure Spiele noch Thema bei euch oder habt ihr auch mal eine Ruhe vom Fußball? Nein, wenn wir uns treffen, geht es immer ums Fußball, ist egal was ist, aber ja, wir telefonieren ja jeden Tag und es geht wirklich jeden Tag ums Fußball. Sie unterstützt mich sehr viel, für das bin ich auch sehr dankbar, allgemein meine Familie und eben die Schwester, ja, weil sie halt auch Fußball spielt, ist auch bei jedem Spiel zuschauen und ja, ich versuche dann auch, dass ich mal ab und zu zuschauen gehe bei ihr und ja, freut mich natürlich sehr, dass sie auch da im Verein spielt und ja, ich bin auch schon auch stolz auf sie. Ja. Kannst du uns mal erzählen, wie denn das so gewesen ist, als Kinder, ihr seid die ganze Zeit den Ball hinterher gerannt, oder? Ja, es hat angefangen, dass ich eben spielen angefangen habe, damals beim IAC und eben die Steffi ja damals auch immer am Fußballplatz mit war und es hat halt, oder bei meinen Trainings auch immer mit war und es hat halt dann nach der Zeit angefangen, halt, dass sie halt auch das machen wollte, was ich wollte, weil ich halt der große Bruder bin und ja, so hat es halt dann angefangen und ich glaube, dann war sie ja ziemlich schnell in der Mannschaft und ja, sie war, Gott sei Dank, hat damals schon ganz gut, ja. Okay, Flo, dann bedanke mich fürs Interview, wünsche dir alles Gute, toi 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 fürs Sonntagsspiel und danke. Ja, Baumi, der Auftritt beim WRC, der war jetzt nicht sonderlich glorreich. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie du gesagt hast, ich glaube, das war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison. Wir haben uns zwar vorgenommen, dass wir ein bisschen, also den Gegner ein bisschen kommen lassen, denen den Ballbesitz lassen, dann schauen, so gut wie möglich das zu verteidigen und dann schnell umzuschalten. Aber das ist uns leider nur in ganz geringen Phasen des Spiels gelungen. Trotzdem sind wir dann ja, schon ein bisschen überraschend eigentlich eins in den Führung gegangen. Haben das dann auch in die Pause gebracht. Soweit war dann alles eigentlich in Ordnung. Ja, dann war da ein sehr unglücklicher Elfmeter. Kann ich jetzt auch schwer beurteilen, ob das ein Elfer war. Manche sagen ja, manche nein. Das ist schwierig zu sagen. Und das hat uns dann aber irgendwie aus dem Konzept gebracht. Dann gleich 5 Minuten später das Standardtor, was einfach auch, muss man sagen, super geschossen war, super Kopfball. Das ist ganz schwer zu verteidigen dann dort und ja, dann war es irgendwie, ja, waren wir einfach an dem Tag zu schwach, dass wir das nochmal drehen hätten können. Mhm.
So gesehen, in der ersten Halbzeit ist der Spielplan vollkommen aufgegangen. Also man hat dem Gegner Ball und Raum gelassen und dann gefährlich gekontert. Jetzt geht man mit der Führung in die Pause. Wie war das nachher so in der Pause? Wie war da die Stimmung? Wie ist das gewesen in der Kabine? Ja, die Stimmung war nicht schlecht, dadurch, dass wir heute halt 1-0 in Führung gegangen sind. Wir haben angesprochen, was wir eben besser machen wollen. Aber wie gesagt, durch den frühen Elfer hat es dann irgendwie, ja, der ganze Plan, was wir uns in der Pause zurechtgelegt haben, ist irgendwie dann relativ schnell verfallen. Mhm. Und wir haben dann versucht, das 1-1 zu halten. Haben wir, glaube ich, dann durch meinen Kopf nochmal die Chance gehabt, dass wir nochmal in Führung gehen, aber es leider knapp daneben gegangen ist. Und so hat das Spiel dann seinen Lauf genommen. Das zweite Tor, du hast schon angesprochen, nach einer Standardsituation, ein Kopfball. Man muss fast sagen, einmal mehr. Es ist ein bisschen auffällig, dass trotz wirklich starker Zweikampfwerte der Verteidigung oder vor allem der Innenverteidigung, wir trotzdem recht viele Tore noch flanken und aus der Box kassieren. Ja, ich meine, bei Standards sind jetzt die Zweikampfwerte, glaube ich, der Innenverteidiger relativ egal, weil ja, der Ball war einfach wirklich super geschossen. Und wenn der im Lauf da kommt, und der hat ja, glaube ich, auch von 11 Meter geköpfelt, also den trifft er auch nicht immer, so sage ich jetzt einmal. War einfach, muss man ganz ehrlich sagen, ein super Tor, aber du hast schon recht, dass wir durch Standards jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Tor gekriegt haben, wenn nicht sogar noch mehr, also das ist schon viel zu hoch. Wir trainieren es eigentlich immer im Training, aber ja, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Was ich eigentlich aussehen wollte, ist, so wie es beim Rapidspiel zum Beispiel gewesen ist, es kommen viele Flanken von den Seiten natürlich rein und sehr, sehr oft gehen die einfach an unserer Defensive vorbei. Die Flanken, die kann man nicht immer verhindern. Und meiner Meinung nach klären wir schon auch sehr viele Flanken. Es ist einfach klar, dass hin und wieder der Stürmer an den Ball kommt. Das passiert bei uns genauso. Wenn ich mir Patrick seine Chance anschaue, meine Chance anschaue, gegen Hartberg haben wir 2 Standardtore geschossen. Das glaube ich, kann man nicht immer verhindern alles. Bleiben wir gleich bei Hartberg. 2 Tore von dir, deine ersten Bundesliga-Treffer, also durch deine Tore ist das Spiel gedreht worden. Ja, bei dir läuft es persönlich eigentlich hervorragend, oder? Ja, bei mir läuft es jetzt nicht so schlecht, wobei ich sagen würde, dass ich lieber jetzt noch mal gewonnen hätte und die 2 Tore nicht geschossen hätte. Aber du hast recht, war wunderschön, dass ich der Mannschaft so helfen habe können, dann auch gleich noch beim Team mit 2 Siegen nachlegen können. Läuft nicht so schlecht. Du, Hand aufs Herz, aber so ein Tor, so ein Bundesliga-Tor ist schon ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, oder? Ja, sicher. Ich glaube, jeder, der was einmal Fußball gespielt hat oder spielt, hat einmal den ersten Traum, überhaupt in der Bundesliga zu spielen. Und wenn das dann erreicht ist, natürlich irgendwann sein erstes Tor zu schießen. Das ist schon sehr, sehr schön. Wagen wir einen Blick zum nächsten Spiel. Am Sonntag dann gegen die Admira, das ist schon ein richtig, richtig wichtiges Spiel für uns. Ja, ganz klar. Die Admira ist auch nicht so gut gestartet, haben wir, glaube ich, viel Verletzte gehabt. Da ist sicher einiges möglich für uns. Wir spielen daheim, wollen den zweiten Sieg hintereinander zu Hause holen. Wird sicher kein einfaches Spiel für uns, aber ich glaube, dass schon sehr viel möglich ist in dem Spiel. Und was wird es brauchen, um gegen die Admira erfolgreich zu sein? Ja, ich glaube, es muss einfach jeder an seine 100% rankommen und einmal schauen, dass die Null steht. Das wäre einmal ein ganz wichtiger Punkt in der Saison. Einfach für den Kopf, dass man das einmal geschafft hat, dann weiß man, es geht. Das wissen wir zwar so auch, aber solange es nicht einmal passiert ist, ist das immer halt in den Köpfen irgendwo drinnen. Das wäre einmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir waren bis jetzt in jedem Spiel in der Lage, ein Tor zu schießen. Wir haben sogar in jedem Führungsstand geschossen, was ich mir erinnern kann. Von dem her glaube ich, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Aber ich glaube auch, dass das ein ganz anderes Spiel wird als gegen den WRC, dass wir wieder bessere Aktionen haben, mehr Ballbesitz haben als gegen den WRC und so besser im Spiel sind. Gut, Baumi, dann bedanke mich für das Interview und wünsche dir, dass wir nachher gegen die Admira was zum Feiern haben. Danke. Danke.